Hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zur dritten Monster High Puppen Review für heute. Und zwar noch jemand aus der Haunted Serie, und zwar es ist Poltergeist, der Sohn eines Poltergeistes. Ach, Entschuldigung, aber es sind halt so viele Mädelscharaktere, da kommt man manchmal durcheinander. Und fangen wir mal oben an. Sein Gesicht, also er hat eine sehr schön gesunde grüne Gesichtsfarbe für einen Geist. Dann das einzige, seine Haare, also sehen ziemlich wüst aus und ich habe versucht, die schon ein bisschen in Ordnung zu bringen, aber die sind natürlich auch wieder mal voll mit diesem komischen Festiger und das Problem ist, es gab, als ich ihn gekauft habe, nur noch zwei von ihm in dem Geschäft und die Haare von dem anderen sahen noch schlimmer aus. Also habe ich das kleinere Übel genommen. Ich hoffe, dass ich die irgendwann mal einigermaßen richtig hingestylt bekomme. Ja, dann gehen wir mal zu seinem Outfit. Da er ja der Sprayer in der Schule ist, kann man schon sehen hier mit diesen herunterlaufenden Farben auf seinem Oberteil und auch seine Shorts. Also mal dieses Mauerdesign, ne, ist ja klar, Sprayer. Und dann mit jeder Menge Farbspritzern drauf. Dann die silbernen Geisterketten natürlich. Und dann hat er hier auch noch zwei Spraydosen. Eine in Pink, eine in Blau. Einmal seine Arme. Dann hat er hier noch so ein kleines Armband. Kleines gut, aber Armband mit Vorhängeschloss dran. Und dann hier unten, ich würde mal sagen, durchsichtige Geistersneakers würde ich das mal nennen. Ne? Und kann auch nochmal von hinten zeigen. Also hier kann man auch richtig sehen, ist der Tragegurt, an dem seine Spraydosen befestigt sind. Und da sitzen seine Geisterketten dran. Und der übliche Haunted-Ständer hier natürlich. Und wie natürlich alle, hat er auch ein kleines Tagebuch mit dabei, aber auch hier, wie bei River Styx, da das die skandinavische Ausgabe ist, ist es nur in skandinavischen Sprachen und deshalb kann ich es leider nicht lesen. Aber es hat auf jeden Fall ein schönes Bild von Porter hier vorne und jetzt kann man mal sehen, also so rechts sollen seine Haare eigentlich aussehen und so sehen die Haare halt aus und ich bin ja, ich weiß ja nicht. Ich hoffe, dass ich das vielleicht irgendwie mal so hinkriegen kann, aber auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, es gibt eh so viele Mädchencharaktere und so wenige Jungs als Charaktere. Gut, bei Monster High ist es immer noch ein bisschen mehr als bei Ever After High, aber ich habe mir gedacht, komm. Die Jungs brauchen echt mal ein bisschen Verstärkung und deswegen habe ich Poltergeist dann eben mitgenommen. Und bin eigentlich auch ganz zufrieden. Der einzige Nachteil ist, ich glaube, er ist ein bisschen schwer. Er kann nicht so richtig schweben auf dem Ständer. Oder wahrscheinlich müsste ich ihn einfach viel weiter unten irgendwie da reinklemmen, damit er einigermaßen schwebt. So steht er jetzt halt erst einmal. Aber das macht ja nichts. Abgesehen von der katastrophalen Haarsituation finde ich ihn trotzdem ziemlich gut gelungen. Und das war eigentlich auch meine Review. Viel mehr kann ich auch nicht über ihn sagen. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Kommentare habt, ihr wisst ja, unten in die Kommentarbox. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr diese drei Videos heute am Sonntag auch angeschaut habt. Oder wann auch immer ihr sie anschaut. Und ich habe damit mein Versprechen eingelöst und die Videos endlich nachgeholt. Ich hatte es ja eigentlich vor, schon am Freitag zu machen, aber am Freitag kam dann ja dieses gewisse große Paket dazwischen, das ich noch nicht erwartet hatte. Und deswegen habe ich gesagt, gut, heute ist Sonntag und ein ruhiger Tag und nicht viel zu tun. Und dann mache ich das eben heute am Sonntag. Okay, das war's dann von mir, meine Lieben. Und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Und ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht. Und Porter und ich sagen dann erst einmal Tschüss, ihr Lieben, und macht's gut.